Ja, wir befinden uns hier im Schloss Charlottenburg, im Paradeappartement König Friedrichs I. Und ganz besonders interessiert uns heute hier das Paradebett des Königs. Mein Name ist Susanne Evers. Ich bin bei der Stiftung als Sammlungskustodin angestellt und bin zuständig für Textilien unter anderem. Und an dem Bett ist ja das Textile das Wichtigste. Ich möchte kurz zur Funktion dieses Bettes Ihnen was erzählen. Es ist keine königliche Schlafstatt, nie gewesen und ist es auch nicht so gedacht gewesen, sondern es war im Grunde ein symbolisch hoch aufgeladenes Schaumöbelstück. Es hat eine Rolle gespielt im Hochzeitszeremoniell. Der Ablauf einer Hochzeit, der war bekannt, den kennen wir aus den Quellen, aber der Höhepunkt oder beziehungsweise der letzte Akt einer solchen Hochzeitsfeier am Abend war, dass der König und die Königin Braut und Bräutigam hier in dieses Zimmer geführt haben, sie entkleidet haben und ins Bett gelegt haben. Dann haben sie den gesamten Hofstaat hereingerufen und alle mussten mit ansehen oder sollten mit ansehen, wie das Brautpaar sich einmal küsst. Dann sind alle wieder rausgegangen und dieser eine Moment war sozusagen das symbolische Vollziehen der Ehe für alle. Das Brautpaar ist hinterher auch wieder rausgegangen, da ist nicht viel mehr hier passiert, aber der symbolische Akt ist eben geschehen. Und das war eben schon über viele Jahrhunderte bis heute bekannt und daher hat das Bett sich so lange erhalten. Mein Name ist Nadja Kuschel, ich bin die Leiterin der Textilrestaurierungswerkstatt in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und ich möchte was erzählen über die erhalten gebliebenen Lambrequins, also die Querbehänge von diesem Paradebett, oben am Baldachin. Alles, was man am Baldachin oben sehen kann, sind erhalten gebliebene Querbehänge und die Himmelbespannung aus dem 18. Jahrhundert. Also die Tressen auf diesem Damast sind aus dem 18. Jahrhundert. Es handelt sich um Seidendamast. Das ist praktisch dieser goldene Stoff, der darunter liegt. Und auf dem befinden sich Silbertressen. Und weil sie so alt sind, sind sie natürlich auch schon korrodiert, deshalb sind sie verschwärzt und dunkel, was wir aber bei der Restaurierung nicht rückgängig gemacht haben. Und weil so viele Teile gefehlt haben am Bett, gibt es dann Kopiegewebe und Kopiegewebe von Posamenten. Das ist das, was ich hier in der Hand habe. Da haben wir einmal einen neuen Seidendamast und Silbertressen, die gewebt wurden, um die fehlenden Teile zu ergänzen. Und auf der Rückwand des Paradebettes sieht man dann auch die rekonstruierte Musterung, die aufgenähten neuen Silbertressen, was ich anhand von einem historischen Foto machen konnte. Weiterhin ergänzt wurden ja die Matratzen, die Bettdecke, die Vorhänge, die Bettrolle und hier unten am Fußteil des Bettes kann man am besten noch erkennen, wie alt und neu nebeneinander steht. Im unteren Teil die restaurierten Querbehänge, ein restaurierter Querbehang und im oberen Bereich das rekonstruierte Schmuckstück am Fußteil des Bettes.